Zum fünften Mal bebt die Erde auf dem Jüterbocker Sportplatz am Rohrteich. Rund 200 Teilnehmer aus 10 Nationen sind zur Europameisterschaft im Steinstoßen gekommen. So viele wie noch nie. Und das ist eine ganz große Anerkennung. Die Niederlande zum Beispiel zum ersten Mal dabei. Das ist eine ganz tolle Bereicherung und da sind wir ganz stolz. Veranstalter der Meisterschaft ist der LSW Spezialsport Deutschland. Ausrichter der Leichtathletik-Club Jüterbock. Unterteilt ist das Steinstoßen in Disziplinen wie Kugelwerfen mit Kette, Keulenwurf und die Königsdisziplin, das Ultrasteinstoßen. Besucher, die hierher kommen, die sagen, das geht ja gar nicht. Wie kann man 50 Kilo Stein hochheben und dann noch 10 Meter laufen? Das Verständnis dafür nicht, weil es in unserer Region nicht so verbreitet ist. Und das sind da ganz schöne Leistungen hier. 45 oder 50 Kilo. Die muss man erstmal hochbringen, den Stein. Aber selbst noch nicht aktiv gewesen? Nee, aktiv nicht. Steine habe ich auch schon geschleppt. Aber aktiv noch nicht. Dass es geht, beweisen die Athleten. Jeder hat seine Technik. Das Wichtigste ist, den Stein möglichst weit zu werfen und dabei die Linie nicht zu übertreten. Aber wie kommt man überhaupt zum Steinstoßen? Man muss ein gewisse positive Beklopptheit dabei haben, um sowas zu machen. Und habe mich dann mal rangetraut, erst mit leichteren Steinen, 12 Kilo Steine, 15 Kilo und dann mal an den 25er. Mittlerweile sind wir beim 50er angelangt. Da gibt es ja verschiedene andere Disziplinen, 50er Steinstoßen, Diskus, 5 Kilo und so weiter. Also die Bandbreite ist groß. Hier wird genau auf einen Zentimeter gemessen, um jeden Zentimeter wird gerungen. Es gibt mehr Kämpfe in den einzelnen Disziplinen. Und nicht umsonst werden hier auch Weltbestleistungen geführt. Und wir haben bei uns einige Weltbestleistungen an den 3 Tagen auch erreicht. Da sind wir ganz stolz drauf. Leichtathlet Sven Kreuzenbeck vom LC Jüterbock ist sehr motiviert, braucht aber nicht die ganz großen Erfolge, um Spaß zu haben. Meiner einer selber ist ja dazu gekommen durch die Leichtathletik. Und wir sind dann mal als Austragungsstätte ausgesucht worden von dem LSW Spezialsport. Und demzufolge bin ich dann selber mal in Berührung gekommen mit diesen Sportdisziplinen. Beim Keulewerfen habe ich jetzt noch nicht direkt raus. Die Platzierung mit der Weite bin ich, sage ich mal, im Endeffekt zufrieden. Der Sven Kreuzenbeck ist von uns eigentlich der bei allen Meisterschaften teilgenommen hat und ist bei einigen auch unter den ersten 3 schon gewesen. Also es hat sehr, sehr wenig Zeit zum Trainieren, aber gerade im Wurfbereich Keulenwurf ist er sehr, sehr stark. Der 81-jährige Toni Gasmann aus Pforzheim ist seit 40 Jahren dabei. Weil man jung bleiben will. Und es macht Spaß, sich selbst zu überwinden. Man muss trainieren morgens, man muss raus aus den Federn. Und hat viele Freunde hier, die gleichgesinnt sind. Und es macht wirklich Spaß, dass man auch werfen kann. Und warum dieser Sport und kein anderer? Weil hier kann jeder für sich kämpfen. Man muss nicht mit der Mannschaft kämpfen, man kann für sich kämpfen. Und das ist das Wichtige. Jeder bringt seine eigene Leistung. Entweder er hat trainiert, dann bringt er was, oder er hat nichts trainiert, dann kommt nichts raus bei der Sache. Die Stadt Jüterbock unterstützt die Steinewerfer, stellt beispielsweise den Platz zur Verfügung. Die Europameisterschaft soll Spaß machen, Zuschauer begeistern und die Sportler sollen sich wohlfühlen. Sehr schön organisiert, jetzt auch super Wetter, super Wettkämpfe von meinem Sohn, was will man mehr? Ich glaube, das ist einfach das Gesellige untereinander. Man spornt sich gegenseitig zu guten Leistungen an und es macht dadurch einfach einen Riesenspaß. Schön. Super gut, sehr schön. Und wenn das Wetter gut ist, dann noch besser. Steinstoßen ist eins von passt vielen zu unserer Figur besser. Wir sind das zweite Mal dabei, vor 4 Jahren waren wir das erste Mal hier. Da haben wir das auch bloß über Freunde erfahren, dass es hier ist. Und ja, da haben wir ein paar einzelne Disziplinen gemacht und es lief gut. Und da haben wir gesagt, wir kommen auf jeden Fall wieder, das macht Spaß. Die Athleten werden natürlich nicht immer mit der eigenen Leistung zufrieden sein. Aber das Team untereinander, das gegenseitige Verständnis untereinander, das steht eigentlich im Vordergrund hier. Und wir haben 200 Teilnehmer gehabt und die Nationen haben sich prächtig verstanden, als ob sie sich jahrelang kennen. Am Ende gibt es nicht nur die erkämpften Medaillen und Urkunden. Jeder Teilnehmer bekommt auch ein Jüterbocker Glas oder eine Tasse mit auf den Nachhauseweg. Jüterbock soll in Erinnerung bleiben und ich denke, in 2 Jahren sehen wir uns wieder.